Kapitel 11. Gesund und munter. Aufgabe 6b. Was haben die Leute vergessen? 1. Puh, war das anstrengend. Jetzt erstmal schnell unter die Dusche. So, mein Handtuch und... Oh nein, ich habe gar kein Duschgel mitgenommen. Macht nichts, du kannst von mir was haben. Oh super, danke. Zwei. So, jetzt noch schnell die Jacke anziehen. Ups, wie sehen denn meine Haare aus? Ach du meine Güte, wie schrecklich. Shampoo, Duschgel. Natürlich habe ich mal wieder keinen Kamm dabei. Hoffentlich treffe ich Anna jetzt nicht. Oh nein. Hallo, Anna. Hallo, Michael. Drei. So, Seife und Shampoo. Aber wo ist denn nur mein Handtuch? Das gibt es doch nicht. Jetzt kann ich gar nicht duschen. Oh Mann, wie blöd. Naja, dann muss ich das wohl zu Hause machen. Aufgabe 7. P oder B? T oder D? K oder G? Welche Buchstaben hören Sie? 1. Passen. 2. Ton. 3. Gemüse. 4. Buch. 5. Tee. 6. Kaffee. 7. Plural. 8. Duschen. 9. Gehen. 10. Bauch. 11. Termin. 12. Krank. Aufgabe 10b. Beim Arzt. Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Ich habe seit 2 Tagen Fieber. Haben Sie Schmerzen? Ja. Mein Kopf tut weh und ich habe Halsschmerzen und Husten. Sie haben eine Grippe. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Tabletten. Kann ich in die Arbeit gehen? Nein, Sie müssen im Bett bleiben. Aufgabe 12b. Hausmittel. Nehmen Sie die Tabletten 3-mal täglich. Den Saft müssen Sie morgens und mittags trinken. Sie bekommen einen Verband. Nehmen Sie die Tropfen bitte alle 2 Stunden ein. Tragen Sie die Salbe dünn auf. Haben Sie Pflaster zu Hause? Sie bekommen eine Spritze gegen die Schmerzen. R3. Eine Sportübung. Stellen Sie sich gerade hin. Nehmen Sie die Arme nach oben und gehen Sie gleichzeitig in die Knie. Nehmen Sie dann die Arme wieder nach unten und stellen Sie sich wieder gerade hin. Gehen Sie jetzt wieder in die Knie und nehmen Sie die Arme wieder hoch. Lächeln Sie. Machen Sie das jetzt bitte 20 Mal.